So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Fets. Ich habe es euch ja angedroht. Heute gibt es ein kleines Special. Oder was heißt Special? Heute kein Video vom Feld. Wir schlendern ein bisschen um den Hof. Und Schwerpunkt soll es sein, Futter mischen. Am mit Spätnachmittag. Ist eigentlich Zeit, dass die Mädels ihr Abendessen kriegen. Das ist quasi gleich im Anschluss, wo wir den Maisacker in der letzten Folge gepflügt haben. Ich schieb das einfach kurz zwischen. Ansonsten Neuigkeiten, wo vielleicht noch nicht jeder gesehen hat. Ich glaube, im Stream hat man es noch gar nicht gesehen. Ich habe den hinteren Bereich ein bisschen umgebaut. Hier war ja in dem Fall der Matschweg, war ja immer schon mit ein bisschen Abstellfläche. Und hier ging dann die Kuhweide los. Die Weide habe ich ein bisschen verkleinert. Die muss eigentlich gar nicht so groß sein, wie sie eigentlich immer war. Wie gesagt, ist ein bisschen kleiner. Wurde ein bisschen umfunktioniert, sage ich mal. Ansonsten, wie ihr seht, habe ich ja schon mal gesagt, ich hätte gern ein Fahrsilo mehr. Da haben wir dann in einem Wochenende schön nachbarschaftlicher Schwarzarbeit, haben wir hier ein Legosteinsilo baut. Als wie gesagt, der Weg und der Platz ist relativ gleich. Haben dann hier ein Legosteinsilo zimmert. Farming Agency von Mais Plus ist ja mit dabei. Finde ich eigentlich ganz nett, so als Ergänzung. Da haben wir dann immer noch, sag ich mal, Platz, dass man einen Schnitt da rein silieren oder mal einen Mais reindrücken, wenn noch was im Mais-Silo drin ist. Wie gesagt, als Ergänzung ganz gut. Dann halt ein bisschen Deko, wie gesagt. Eine Leitplanke, dass auch keiner dagegen fährt. Was wir sonst noch gemacht haben oder was ich gemacht habe, ich habe hier nochmal ein paar Lego-Steine gesetzt. Hier soll jetzt eigentlich nichts stehen, das steht jetzt nur übergangsmäßig tatsächlich dort. Hier der Sternopacker, der Reisgibber und so weiter. Gegen die Wand werde ich immer Mist kippen. Dass erstens die Mistgrube unten nicht so voll wird. Zweitens kann ich hier ein bisschen mehr anhäufen. Und der Hauptgrund ist eigentlich, wenn die Biogasanlage kommt. Die Biogasanlage hat einen Hakenlift. Und wie ihr hier wisst, auf Kneißl unten ist es relativ eng. Und zum Beladen muss der dann seinen Hakenlift-Container absetzen, was da unten echt teilweise schwierig ist. Und dann noch Platz mit dem Rangieren, ein bisschen kritisch. Dementsprechend habe ich die Mistplatte nach hier oben verlegt. Hier können wir ordentlich Mist häufen. Wenn er dann kommt mit seinem Hakenlift, kann er den hier lässig runterlassen. Lässig abstellen, kann man dann reinschaufeln. Was noch eine Neuerung ist, ich habe zwei Outdoor-Igloos platziert. Hier drin sind jetzt 10 männliche Kälber, also Fleischrasse, Limousin, Angus. Der Plan dahinter ist ein bisschen als Ergänzung zum Milchvieh. Wie gesagt, das sind Bullenkälber. Ich spiele das dann so aus, dass die, wenn sie älter sind, quasi zu Ochsen. Man kann es also sagen, kastriert werden. Ne? Und dann kommen die auf die Weide. Dann sind es Schwabingers Weideochsen. Die will ich dann so zwischen 12 und 14 Monaten vermarkten. Bis dahin ziehen wir die ein bisschen auf. Wie gesagt, die sind jetzt ganz jung. Sind zwei Monate alt. Kriegen teilweise schon ein bisschen Ration zum Futtern. Ich mache da so eine kleine Kälbermischung. Kriegen sie noch ein bisschen Wasser mit ein bisschen Milch gestreckt oder Milch mit Wasser gestreckt. Wie gesagt, sie sind noch ganz jung. Wenn die dann größer sind, kommen die auf Weide. Solange leben die hier noch im Iglu drin, ne? So als kleine Ergänzung einfach mit dazu. Ja, der Deutz gehört einmal gewaschen. Macht dann nur Azubi irgendwie am Sonntag nach der Kirche oder so. Aber darum sollte es auch eigentlich gar nicht gehen. Wie gesagt, ich habe es euch androht. Wir mischen einmal Futter. Einige haben gefragt, wie ich meine Mischung mache oder wie ich fütter. Ich fütter quasi eine TMR, totale Mischration. Den Schlepper habt ihr eigentlich noch gar nicht so oft gesehen, höchstens im Stream halt, ne? Ein Betrag 1000 hat eigentlich das Dasein, dass er vom Futtermischwagen hängt die ganze Zeit. Ab und zu fährt er mal ein bisschen Mist durch die Gegend mit dem Reisch. Aber kommt mal von Wender. Aber ich habe vor, den ein bisschen mehr zu nutzen tatsächlich. Vielleicht mal die Spritze dahinter hängen oder so. Das geht ja eh gut. Wie gesagt, ich fütter eine totale Mischration bestehend aus Grassilage, Maissilage, gehäckseltem Stroh und Schrot.
Den Schrot machen wir ja selber von unseren Flächen. Da haben wir unten da die Muskermühle. Sind ja auch im Lohnschroten unterwegs. Ich handhab das eigentlich so. Wir spielen hier auf 5 Tagen. Und der Futterbedarf von meinen 40 Braunvieh sind am Tag roundabout 16.000 bis 17.000 Liter Futter. Jetzt seht ihr hier, wir haben hier einen 14 Kubik Mischer. Ich komme quasi jeden Tag einmal auf den Server und lade eine Mischung ab. Am Wochenende halt dann mal 2. Und dann pendelt sich das alles relativ gut aus. Wie gesagt, wir haben ja den 1000er Truck von Bremi aus dem Mottab. Dann das Silo King Futtermischwagen Pack gibt es ja als Einachser, Zweiachser und in verschiedenen Volumengrößen. Findet ihr auch im Mottab. Hier in der 14 Kubik Ausführung. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt tatsächlich nochmal vielleicht mal auf 50 Stück Vieh hochgehe, dass ich den eventuell ein paar Bleche aufschweiße, ne, dass er dann 16 Kubik hat, aber bisher reicht es eigentlich. Wie gesagt, ich handhab das eigentlich so, wenn ich Futter abgeladen habe, fahre ich immer wieder hier hoch. Der steht dann quasi unter dem Hedemann-Silo. Auf dem Weg, wenn ich hochfahre, halte ich einmal unten. Hier unten in der Maschinenhalle haben wir ja Saatgut und so weiter und eben auch unser Futterstroh. Da lade ich dann immer ein bisschen Stroh mit ein. Ich mache in der Mischung so circa 1000 bis 1500 Liter, also 1 bis 1,5 Kubik Stroh kommen in den Mischer. Bisschen als Raufaseranteil. Es bleibt dann quasi über Nacht im Mischer bis zum nächsten Tag. Dann steht er hier unter dem Hedemann-Silo. Können auch mal kurz reingucken. Es ist eigentlich nur Stroh drin, ne? Und dann kommen da nochmal so 1200 Liter, so 1,2 Kubik Schrot oben drauf. Das wollen wir jetzt einmal machen. Dazu muss ich tatsächlich einmal bescheißen, weil er hat keine Anzeige, dass ich drauf gucken kann. Wie gesagt, wir füllen jetzt noch einmal. Wo ist es denn? Getreideschrot, Getreideschrot. Unser eigen geschrotetes Schrot da oben rein. Also ca. 1000. Das passt. Mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Dann mache ich so. Dann fahre ich immer ein Stückle vor. Schwenke schon mal ein, dass ich nachher hier reinkomme. Allrad habe ich eigentlich permanent drin, dass er vorwärts kommt. Und dann gebe ich dem Drehzahl, beziehungsweise mache den Mischer an, dass der Stroh mit dem Schrot schon mal mischt. Wir spielen hier mit dem Enhanced Wixom Magans von IFCO aus dem Mottab. Sprich, die Mischung musst du erst mischen, bevor es eine vollwertige TMR ist. Er fängt jetzt auch schon an und dementsprechend geben wir jetzt noch nach und nach Gras und Maissilage hinzu. Dann lassen wir das aufmischen, dann können wir abladen. Und dann, ja, sind wir eigentlich wieder versorgt. Laden bzw. den Mischer beladen tun mit unserem Fendt 714. Cargo 4x80 davor. Dazu haben wir, ja, relativ neu, die sieht auch noch neu aus. Bislang haben wir schon geschafft mit der. Eine Mammut-Silo-Zange, saubere Schnittkante, sowie Mais und Gras, super Sache. Jetzt würde ich sagen, jetzt schmeißen wir ein bisschen was in den Mischer rein. So, pass auf. Lass mal den kurz hochfahren. Letzte Einstellung. Das geht. Die Schneidkante geht auch. Wunderbar. Fangen wir mit dem Gras an. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich fütter so zu einem Drittel Mais, zu zwei Drittel Gras. Und sagen, der Mais war das Jahr, ihr seht, das Silo ist nicht ganz so voll. Was heißt nicht ganz so voll? Schlecht ist nicht. Es reicht auf jeden Fall hin. Hätte vielleicht ein bisschen mehr sein dürfen, ja. Aber geht immer schlimmer, gell? Also den Mais müssen wir uns ein bisschen einteilen tatsächlich. So. Können wir einmal ein bisschen Gras rein, wie gesagt ein bisschen Mais. Dann mache ich den Mischer so nach und nach voll. Wie gesagt, wenn er dann voll ist, mischen wir das einmal sauber auf. Dann laden wir ab und das war schon das Hexenwerk. Und es beläuft sich jetzt circa auf 6 Schaufeln Gras.
und 3 Schaufeln Mais. So mache ich das immer. Dann ist der Mischer zwar nicht ganz voll, aber muss er ja auch nicht. Mit der Menge Futter passt es dann eh. Es wäre cool, wenn es so als Block runterfallen würde. Das wäre cool. So als geschnittenes. Ne? Also ihr wisst schon, was ich meine. Tatsächlich muss man immer ein bisschen rangieren. Aber an sich alles gar kein Problem. Ab und zu fahre ich auch mit dem Mischer runter und lade dann direkt. Dann muss man mal einen Fend nicht so viel kurbeln, aber ob so oder so. Gefüttert ist eigentlich schnell. Wenn du richtig Gas gibst mit Mischen, allem drum und dran, brauchst 6-7 Minuten. Dann ist Futter fertig und dann passt es eh. Ein Allrad ausmachen. Ja, noch voll im Aggermodus da fängt. Ansonsten, wie ihr seht, ne, der 14 Kubik Mischer, relativ niedrig, ist eigentlich ein Mischer für niedrige Stalleinfahrten. Ja, dementsprechend hat der Fendt auch gar keine Probleme, dass der da mit seinem Frontlader hochkommt. Jetzt fahren wir einfach so zurück, muss man nicht immer wenden. Wie gesagt, gar kein Thema. Klar kannst du jetzt überlegen, holst du irgendwie einen Teleskoplader dafür und so weiter und so fort. Aber der Fendt ist sowieso am Hof, der Frontlader ist sowieso am Hof und dann ist das so tatsächlich die günstigste Variante. Ist auch alles ein Kostenfaktor, ne? Extra Telelader, willst einen guten 60, 70, 80.000 Euro und dafür, dass der dann nur ein bisschen hier Futter durch die Gegend fährt, dass der Fendt, der wo sowieso schon am Hof ist und sowieso zahlt, ist auf jeden Fall die günstigste Variante. Muss ja auch immer die, ne, Produktionskosten gegen die Sachen ziehen, was man einnimmt. Und da ist der Fendt hier mit dem Futtermischwagen und der MB-Truck eigentlich die günstigste Variante, wie wir fahren können. Güllefass wollte ich eigentlich auch noch sauber machen, aber ist eigentlich Quatsch, weil wir fahren das Jahr noch ein bisschen Gülle aufs Grünland nach dem dritten Schnitt, dass wir die Grube leer kriegen vom Winter, dementsprechend kann das ruhig versaut sein. Gar kein Thema. Jetzt kommen noch eine Schippe Gras, 3 Schippen Mais, dann passt das.
Hoppala. Ihr habt nichts gesehen. Gehört auch dazu, dass man mal ins Schlagloch reinfährt. Das sollte man vielleicht mal aufschütten auch. So, dann gehen wir mal an unser Mais-Silo. Haben wir frisch aufdeckt. Gucken wir mal, wie viel Energie da im Mais drin steckt. So, einmal Nummer 1. Machen wir einmal Schippe Nummer 2. Und dann holen wir noch einmal Schippe Nummer 3. Beziehungsweise ich glaube, ich schmeiß noch eine Gras oben drauf. Dann ist er zwar nicht ganz voll, aber jetzt kommen wir so auf 11,5 bis 14. Können wir, schmeißen wir noch eine Zange Gras oben drauf. Dann geben wir dem nochmal richtig Drehzahl, beziehungsweise schrauben einmal das Handgas voll auf. Kann man einmal schön aufmischen. Ja, guck mal, jetzt haben wir 12. Machen wir noch eine Gras drauf. Haben wir 13, passt. Schon witzig, manchmal sagt, das kann ja nicht durchgeführt werden, dann lädt er trotzdem ab. Naja, so ist das halt. Sodele, den stellen wir einmal beiseite. Machen wir einmal aus. Und wie gesagt, der kriegt noch ein bisschen Handgas. In der Zwischenzeit, weil Zeit ist Geld. So, komm her. In der Zwischenzeit können wir Deutz waschen. Dann haben wir die Zeit effektiv genutzt, dann ist der auch wieder soweit. Können wir einen Flug in die Ecke schmeißen. Dann passt es. So. Wenn das Waschen im Real Life manchmal auch so einfach wäre, gell?
Tausche ich nicht immer so ein. Einmal kurz draufhalten mit dem Kercher. Fertig, herrlich. Bloß nicht zu hoch, die Dachluke ist offen. Ja, das reicht. Hauptsache der Flug ist sauber. Machen wir über den Winter noch ein bisschen Rostschutz drauf. Und dann passt es eh. So, pass auf, Parkbremse rein, aus, fertig. Gucken wir mal, wie weit der Mischer ist. Boah, der hat so gute 2 Minuten zum Aufmischen. Das sieht aber gut aus. So. Hier muss ich ein bisschen anders einschlagen. So, ein bisschen einknicken und rum. Sagen wir, wenn der Truck ein Allrad drin hat, ey, dann ist der 0,0 Wendigfolge. Aber das passt. Machen wir einmal einen kleinen Gang rein. Tempomat. Sehr interessant, wenn sowas angezeigt wird. Synchro. So, jetzt aber. So, fahren wir einmal sauber bis vor. Ja. Dann war es das eigentlich mit dem Futtermischen. Wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt hier wieder rausfahren, würde neues Stroh reinschmeißen. Das mache ich dann später. Dass der Mischer dann für morgen quasi wieder bereit ist. Dann will ich euch auch gar nicht länger aufhalten. Heute mal eine etwas längere Folge, aber ne, im Futtermischen bloß nicht hudeln. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.